Moin Leute, heute dreht sich alles um die Serie Logan Key, die jetzt hier am 7. Februar startet auf Netflix. Ich durfte vorab diese Serie gucken, 10 Episoden an der Zahl und ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Nerdcheck. Ja, Logan Key, worum geht's da? Ich sag mal kurz gedacht, ja, es geht um diese Schlüssel, das sagt ja schon vieles aus, und um die Logs. So, und ihr müsst vorstellen, ich will ja jetzt nicht spoilern, ne? Das ist spoilerfrei, deswegen werde ich nicht viel von dem Inhalt jetzt erzählen. 10 Episoden habe ich ja erzählt, gehen immer so 60 Minuten und sind immer eigentlich ganz gut von der Erzählstruktur durchdacht und machen auch Spaß. Das Ding ist halt, es dreht sich natürlich um diese Schlüssel. Wenn ich mal anfange und einfach sage, vorab, diese Grundidee von diesen Schlüsseln, was Joe Hill da erfunden hat, ist auf jeden Fall sehr gut. Ich habe die Comics selber nicht gelesen. Und ja, man muss einfach bedenken, die Serie, ich habe das angefangen zu schauen, habe nur gedacht, okay, ist sehr interessant, was kommt da noch weiter vor und so weiter. Und da muss ich einfach einschreiten und sagen, die Story ist interessant, hat mich auch gecatcht und hat auch wirklich nicht lange gebraucht, wo ich sagen muss, das zieht mich jetzt in den Bann. Und das war wirklich gut gemacht. Nur irgendwann ist aber das so, irgendwie, das dauert halt so ein paar Episoden, dass man reinkommt, ist ja klar, normal. Es ist ja immer so, dass man so 3-4 Episoden braucht. Und das Ding ist dann aber bei der irgendwann, es plätschert so hin. Es wird dann so langsam zu einer Coming-of-Age-Serie. Und das muss ich auch ein bisschen so, ja, das ist einfach dann, wo ich sage, schade. Potenzial hatte ich auch sie auf jeden Fall, vielleicht auch zu einer zweiten Staffel auf jeden Fall. Es ist ja wirklich da gibt es eine große Fangemeinde von diesem Comic. Ist ja halt eine Graphic Novel von Joe Hill halt gezeichnet, der auch das ja produziert hat. Und man merkte halt so, dass die Regisseure und die Autoren schon Spaß an dieser Serie hatten. Und die schauspielerischen Leistungen sind auch alle ganz gut auf jeden Fall. Nur die Synchro. Die Synchro teilweise ist von wirklich solide, gut bis sehr mittelmäßig. Also von Bodhi. Bodhi, das war total krätzend und das hat mich total auch ein bisschen genervt. Und da kann der Schauspieler ja nichts dafür, aber auf jeden Fall, die Synchrostimme war nicht so pralle. Das war echt nervig. Ansonsten, CGI ist wirklich gut, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Klar, fürs Budget, aber das war nicht schlecht, auf jeden Fall. Und Locations sind ja natürlich immer sehr viel die Schule und natürlich das Keyhouse. Und die Schlüssel ist ja das Grundgerüst, das geht ja um diese Schlüssel. Haben viele andere, du müsstest ja auch rausfinden, so gesehen, als Zuschauer, was können die Schlüssel? Das zieht sich halt, das zieht dich so in den Bann und du möchtest gerne wissen, was daraus kommt. Die Charakter, sag mal, von den einzelnen Personen, die sind gut, auf jeden Fall, aber irgendwann ist es halt so oberflächlich, ist es halt so wirklich eine typische US-amerikanische Serie, sehr oberflächlich, clean vom Bild her, aber dennoch ist das eine Serie, die schon Spaß macht. Also ihr merkt, die erste Staffel ist nicht schlecht, aber man hätte doch mehr Potenzial gehabt auf jeden Fall, weil ich habe schon gehört, der Comic soll so ein bisschen mehr in diesen Horrorsektor reingehen, das kann ich hier nicht so sagen. Es gab halt creepy Punkte so eine Art, aber es war nicht, wo ich sagen muss, das haut mich jetzt vom Hocker. Und ja, also das ist wirklich, wo ich sagen muss, bei Logan Key, vielleicht für Staffel 2, wo man sich steigern könnte. Der erste Auftritt, sag mal, in der ersten Staffel ist wirklich nicht schlecht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vom CGI, vom Bild, von Schauspieler und von der Story ist es gut. Nur wie gesagt, manchmal ein bisschen an manchen Folgen zäh und natürlich so halt, dass man, es irgendwann ein bisschen auch langweilig wird. So ein paar Punkten. Aber ansonsten haben sie eigentlich wirklich eine gute Serie abgeliefert. Und da muss ich einfach sagen, die Serie kriegt von mir eine 7 von 10. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die schon gesehen habt. Und natürlich, wie gesagt, nochmal Dankeschön an Netflix für natürlich die Sichtung für dieser Folgen. Und ja, Leute, ne, lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier. Ich bin raus, ne, bis dann und ciao und bam.